Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und wir schauen gleich wieder Tageskarte plus Engelbotschaften. So, die Engelbotschaften noch zusätzlich. Ich hoffe, ihr trinkt Kaffee, seid vielleicht unterwegs zur Arbeit und ich rechtzeitig mit der Tageskarte. So, Stapel Nummer 1, meine Lieben. Der Engel der Herzensgüte. Öffne dein Herz für andere Menschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Karte kommt fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Bitte schreibt mir, wer hat das auch gemerkt? Öffne dein Herz für andere Menschen. Meine Lieben, das ist sehr, sehr wichtig. Empfange Güte und Wärme und schenke sie weiter, so werden sich Licht, Freude und Wärme verbreiten. Mit der liebevollen Art, mit der du deinen Nächsten begegnest, steckst du andere an, das Gute in sich zu entdecken und weiterzugeben. Die Botschaft deines Engels: Lasse das Schöne und Gute in deinem Herzen. Wunderschöner Rat. Wunderschönen Engel hast du an deiner Seite heute, der dich wirklich gut begleitet. Schaut mal, meine Lieben. Und wir haben auch Rita der Kelche. Und hier sagt, öffne dein Herz für andere Menschen. Und diese Karte zeigt uns auch, öffne dich. Sei fröhlich. Das ist auch Rat. Sei fröhlich. Bring in diese Leben mehr Liebe, mehr schöne, positive Sachen. Glaub mir, meine Lieben, alles bekommst du zurück. Diese Karte kann uns sagen, dass vielleicht bist du heute auf dem unterwegs jemanden kennenlernen. Das ist auch romantische Karte. Das heißt, könnte heute dich ganzen Tag Romantik begleiten oder liebevolle Art, Komplimente. Rat auch von dieser Karte, sei gut, sei fröhlich, bringe unter die Massen oder unter die Leuten etwas Liebevolles, Komplimenten, Lächeln, alles, was Herz blüht auf, macht das alles. Wunderschöne auf die Welt ist die Liebe die wunderschönste. Darum, diese Stapel ist wunderschön heute. Stapel Nummer 2, der Engel der Weisheit. Höre auf die Weisheit deiner Seele, ist die Botschaft, die dir dein Engel mit auf dem Weg gibt. Es ist eine Stimme, die aus deinem Inneren zu dir spricht. Weise zu sein bedeutet, liebevolle Werte bewusst zu leben. Mit Weisheit wirst du dein Leben aus einer neuen Perspektive betrachten. So kannst du deine eigene Philosophie entwickeln, die befreiend wirkt und dir ein zufriedenes Leben ermöglicht. Weisheit durch die Welt reisen. Wunderschöne Karte, wunderschöne Engel. Wir haben hier 5 der Schwerte, meine Lieben. Das ist keine gute Karte natürlich. Das ist ein Konflikt. Das ist Aggression. Das ist auch, wenn jemand böse auf dich ist. Das ist Karte, die jemand dir hinter deinem Rücken etwas nicht Gutes wünscht. Das ist wirklich keine gute Karte, meine Lieben. Kampf um einen Mann, Kampf um eine Position, sich besser zu stellen und so weiter. Jemanden runterzumachen, um sich zu erheben. Das ist ganz, ganz so keine gute Karte. Darum hast du heute der Engel der Weisheit an deiner Seite, dass du in dieser Situation alles überstehst. Dein Engel wird dich begleiten und dich heute unterstützen, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Alles Gute und alles Liebe.
Tschüss, Papa.